Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu einem weiteren GWriters Videoblog. GWriters ist eine Agentur, die sich auf akademisches Ghostwriting, Lektorat und Coaching spezialisiert hat. Und in diesem Videoblog möchten wir Sie über ein ganz spezielles Thema informieren, nämlich über das Thema Gutachten schreiben, Anleitung, Aufbau und wichtige Tipps zum Stil. Sicherlich etwas, was jetzt primär eher im juristischen Bereich verankert ist, was aber von dort von sehr, sehr großer Bedeutung ist und was auch ein klein wenig komplex ist. Und wir werden jetzt in diesem Videoblog versuchen, Ihnen die wichtigsten Punkte des von nicht allen geliebten Gutachtenstils ein wenig nahe zu bringen. Nun, um was geht es zunächst einmal in einem Gutachten? In einem Gutachten geht es darum, einen Abgleich von Einzelfällen oder einem gestellten Einzelfall mit Erkenntnissen aus der Literatur vorzunehmen, also mit ähnlich gelagerten Fällen aus der Literatur. Das heißt, hier sind wir dann schon bei einem ganz wesentlichen Punkt des Gutachten und des Gutachtenstils angelangt. Um überhaupt erstmal ein Gutachten schreiben zu können, benötigen Sie erst einmal Informationen. Informationen aus der Literatur, Informationen zu ähnlich gelagerten Fällen. Und da sind wir gleich hier unten bei dem einen Punkt angelangt, den wir jetzt schon einmal vorwegnehmen können. Das heißt, Sie benötigen auf jeden Fall Zeit. Rechnen Sie Zeit ein bei der Erstellung Ihres Gutachtens, weil die Recherche nach diesen ähnlichen gelagerten Fällen, dann die Bewertung, der Vergleich und der Abgleich zu Ihrem Fall, der wird entsprechende Zeit in Anspruch nehmen. Und hierzu benötigen Sie auch juristische Datenbanken. Ich habe Ihnen mal Jurion hingeschrieben. Das ist eine wissenschaftliche Datenbank, eine rechtliche Datenbank. Es gibt noch andere, Beck beispielsweise, die Ihnen hier gute Dienste leisten können. Wie ist nun der Aufbau eines Gutachtens zu verstehen? Ganz grundsätzlich haben wir einen deskriptiven Teil und einen bewertet-interpretativen Teil innerhalb des Gutachtens. Das heißt, erstmal ist ein Gutachten rein deskriptiv, also rein beschreibend dargestellt. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zu anderen wissenschaftlichen Arbeiten. Es geht hier also in keinster Weise darum, irgendwelche persönlichen Meinungen, persönlichen Erfahrungen oder persönlichen Ansätze aufzunehmen. Es geht hier einzig und allein darum, vergleichbare Fälle auf den aktuell zu prüfenden Einzelfall zu übertragen. Dann natürlich schon eine Bewertung vorzunehmen, aber diese Bewertung auch nicht aus dem Bauch heraus jetzt irgendwie vorzunehmen oder aus einer Laune heraus, sondern aus den Erkenntnissen, die Sie aus den anderen gelagerten Fällen haben. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Schreibstil aus. Man kann ihn als sehr neutral, als auch wenig emotionslos, als sehr, sehr sachlich beschreiben. Wie sieht nun der Aufbau eines Gutachtens im Detail aus? Hier haben wir diese vier ganz grundsätzlichen Aufbauschritte eines Gutachtens, die sich nicht nur durch das gesamte Gutachten ziehen, sondern die sich auch durch jeden zu prüfenden Sachverhalt ziehen. Weil Sie ja in einem rechtlichen Fall, den Sie untersuchen, immer wieder verschiedenste Fragestellungen, verschiedenste Sachverhalte haben werden. Und in jedem dieser einzelnen Fragestellungen, jedem dieser Sachverhalte, werden sich diese vier Sätze wiederfinden. Im Obersatz, worum geht es im Obersatz? Im Obersatz geht es erst einmal darum, die Tatbestandsmerkmale aufzuzeigen. Das heißt, worum geht es überhaupt? Was ist überhaupt die Thematik? Und was ist die zu prüfende Fragestellung? Im zweiten Fall wird dann der Tatbestand definiert. Das heißt, die Tatbestandsmerkmale, die Sie in dem Obersatz gefunden haben, werden im zweiten Punkt definiert, beschrieben, anhand von Rechtsprechung, anhand von Gesetzestexten. Sodass also der Leser weiß, es handelt sich um diese und diese Tatbestandsmerkmale. Und diese müssen Sie dann im zweiten Schritt erst einmal definieren, damit der Leser erkennt, um was geht es hier überhaupt. Im dritten Schritt dann, der sogenannten Subsumption, werden Sie jedes Merkmal dieses Tatbestandes,
Also jeden Punkt, den ein Gesetz oder die Rechtsprechung hier geprüft hat, prüfen. Prüfen in dem Sinne, ob es sich auf Ihren einzelnen Fall anwenden lässt, ob also die Definition den Anforderungen des Einzelfalls entspricht. Und das müssen Sie tun für jedes dieser einzelnen Merkmale, das Sie hier als Tatbestandsmerkmale identifiziert und definiert haben. Von daher werden Sie immer hier auch in der Regel nicht nur eine Subsumption durchführen, sondern in der Regel auch mehrere. Wenn Sie das dann getan haben, kommen Sie am Ende zu einer sogenannten Konklusion, einer Schlussfolgerung, man kann es auch Fazit nennen. Das heißt, Sie fassen hier dann die Erkenntnisse aus definiertem Tatbestand, aus durchgeführter Subsumption zusammen. Das heißt, Sie kommen hier am Ende dann zu dem Ergebnis und können dann sagen, trifft das, was ich jetzt erhoben habe, für meinen Sachverhalt zu, das trifft das für meinen Sachverhalt nicht zu. Und was ist das Ergebnis? Muss ich also die Definitionen, die ich hier erkannt habe, vielleicht verwerfen? Passen die? Und kann ich am Ende sagen, wer erfüllt jetzt das Tatbestandsmerkmal und wer erfüllt dieses Tatbestandsmerkmal nicht, wenn es sich um handelnde Personen dreht oder auch wenn Sie nur anhand eines Subjektes forschen? Ist jetzt der Sachverhalt durch ein Gesetz positiv belegbar oder in Anführungszeichen negativ belegbar? Das wäre dann letztlich das Ergebnis der sogenannten Konklusion. Und diese Vorgehensweise, diese vier Schritte müssen Sie jetzt für jedes Tatbestandsmerkmal, was Sie prüfen, durchführen, um dann ganz am Ende, sagen wir, Sie haben 3, 4 Tatbestandsmerkmale, die Sie innerhalb Ihrer Arbeit geprüft haben, nochmal sicherlich eine abschließende Zusammenfassung vorzunehmen zu Ihrem untersuchten Fall, sodass Sie dann ein Gesamtfazit, ein Gesamtergebnis ziehen können. Ganz wichtig ist es nicht nur bei einem Gutachten, und dann kommen wir wieder ein Stück weit zu diesem Gutachtenstil, das Ganze hier wirklich systematisch durchzuführen, sondern auch genau Ihre Gliederung im Gutachtenstil nach diesen Inhalten zu gestalten. Das heißt, Sie sollten ganz bewusst auch hier mit einer Reihe von Untergliederungsebenen arbeiten, indem Sie wirklich auch mit dem Obersatz anfangen, dann zu den verschiedenen Tatbestandsmerkmalen kommen, die Definitionen dieser Tatbestandsmerkmale durchführen, dann die Subsumptionen machen zu diesen einzelnen Tatbestandsmerkmalen, was sicherlich wieder Untergliederungspunkte sein werden, und dann wieder zu einer Konklusion zusammenfassen. Denn das ist ein anderer wichtiger Punkt, wo sich der Gutachtenstil auch ein wenig unterscheidet jetzt von anderen wissenschaftlichen Arbeiten, dass er eine sehr fest vorgegebene Gliederungsstruktur hat. Stichwort Gliederung. Auch ist es in diesem Gutachtenstil so, dass Sie nicht die klassische Gliederung haben, wie Sie sie bei normalen wissenschaftlichen Arbeiten haben, Einleitung, Hauptteil, Schluss, sondern dass Sie in der Regel erst einmal mit der Darstellung des Sachverhaltes anfangen werden. Dann wird sogar in der Regel zuerst einmal die Literatur kommen. Sie werden dann auch darstellen, wie Sie die Literatur zitieren im Text. Auch hier gibt es genaue Vorgaben für juristische Texte. Und Sie werden dann zum eigentlichen Inhalt kommen und dann gibt es eben hier keine klassische Einleitung Hauptteil Schluss, sondern dann ist wirklich die Gliederung durch diese Elemente bestimmt und dann endet sie auch mit der Konklusion. Sicherlich können noch Anhänge dabei sein, aber das ist bei wissenschaftlichen Gutachten in dieser Form, bei juristischen Gutachten, eher unüblich. Sie sehen also eine sehr stark vorgegebene, eine sehr stark standardisierte Form. Und das ist auch ganz wichtig, dass Sie unabhängig vom Inhalt, unabhängig vom fachlichen Inhalt, auch diese Gliederungsstruktur beibehalten, dass Sie hiervon auch nicht abweichen, weil das spielt in der Bewertung eines juristischen Gutachtens eine ganz wesentliche Rolle. Und wenn Sie diese Punkte beachten, insbesondere diese Gliederung im Detail, dann werden Sie auch Erfolg haben bei der Darstellung Ihres Gutachtens. Sicherlich müssen Sie erst Erfahrung dann auch sammeln im Formulieren, in diesem bewusst neutralen Formulieren. Aber je mehr Gutachten Sie machen, je einfacher
wird das sicherlich auch für Sie. Wenn Sie hier Unterstützung brauchen, wenn Sie hier Coaching benötigen, dann ist sicherlich auch GWriters hier gerne ein Ansprechpartner für Sie, sei es jetzt in der Erlernung, in der Umsetzung dieses Gutachtenstils oder auch beim konkreten Coaching im Einzelfall. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Glück, viel Erfolg im Gutachtenstil und denken Sie immer beim Gutachten an Standardisierung und je mehr Gutachten Sie schreiben, je besser werden Sie. In diesem Sinne viel Erfolg damit.